Das sind die wichtigsten Nährstoffe in den Wechseljahren, Teil 2. Unsere Foodpunk-Kundinnen fragen unsere Ernährungswissenschaftler häufig, auf welche Nährstoffe sie in den Wechseljahren besonders achten sollten. Im letzten Video habe ich dir bereits 5 Nährstoffe vorgestellt, auf die du in den Wechseljahren genau achten solltest. 6. Zink. Auf die Versorgung mit diesem Nährstoff sollten wie auch beim Eisen und beim Vitamin B12 besonders Vegetarierinnen und Veganerinnen achten. Zink unterstützt das Immunsystem, schützt Zellen vor oxidativem Stress und unterstützt auch Haut, Haare und Nägel. 7. Calcium als wichtige Substanz für die Knochen. Durch den niedrigeren Östrogenspiegel kommt es zu Abbauprozessen in den Knochen. Eine clevere Kombination aus Vitamin D, Vitamin K2, Bewegung und Calcium ist wichtig für den Knochenerhalt. 8. Magnesium ist ein Allround-Talent für Stressabbau, Schlaf und Psyche. Bei viel Stress und Sport steigt der Bedarf. 9. Ungesättigte Fettsäuren wie Omega-3-Fettsäuren wirken antientzündlich und senken das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 10. Proteine sind der wertvollste Makronährstoff, wenn es darum geht, wertvolle Muskelmasse zu erhalten. Besonders ab 40 ist es wichtig, dass du zu jeder Mahlzeit eine hochwertige Proteinquelle auf deinem Teller hast. Das hilft, Muskelabbau vorzubeugen und so deinen Grundumsatz zu erhalten. Ansonsten kann es passieren, dass dein Körper immer weniger Kalorien verbraucht und du trotz gleichbleibender Ernährung stetig zunimmst. Schau in den Text zum Video, wenn du wissen möchtest, in welchen Lebensmitteln diese Nährstoffe vorkommen. Wenn du Unterstützung für deine Ernährung in den Wechseljahren suchst, dann kannst du dir auf foodpunk.com ein individuelles Ernährungsprogramm erstellen lassen. 100.000 Menschen in Deutschland gehören schon zur Foodpunk-Community und nun freuen wir uns auf dich.